Jo Leute, was geht ab? Und wir reagieren heute auf ein neues Video. Und zwar, wer oder beziehungsweise was ist mit Ronald McDonald passiert? Für mich einer der creepiesten Personen, die es gibt, aber generell, weil ich eher nicht so auf Clowns stehe. Ich verstehe nicht den Sinn dahinter und ich weiß auch nicht, was an diesen ekelhaften Monstern lustig sein soll. Ich meine, ja, man hat die irgendwie mal mit Maggie in Verbindung gebracht, mit Maggles. Aber, naja, feiert ihr Clowns? Habt ihr sowas jemals gefeiert? Und wenn ihr heute noch einen Clown seht, bringt ihr die mit Maggles in Verbindung. Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert gerne den Channel kostenlos und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links sind wir alle unten in der Bio und wir starten mal ins Video. Die ganze Welt kennt Ronald McDonald. Ja, genau. Vor ihm liegen wahrscheinlich nur noch der Weihnachtsmann, Jesus und vielleicht Kanye. McDonald's hat man muss ja sagen, Kanye und Jesus sind auf einer Stufe. Oder Gott sogar. Ich muss sagen, Kanye steht wahrscheinlich ganz vorne. Jahren als Werbefigur eingeführt. Oh mein Gott. Seitdem hat der Clown eine ziemlich beachtliche Karriere. Ja, okay. Er stand vor McDonald's-Filialen auf der ganzen Welt. Er hat Paraden angeführt und war Star in seiner eigenen Fernsehserie. Ronald hatte sogar ein eigenes Video. No way. Doch die öffentlichen Auftritte des Clowns wurden in letzter Zeit immer seltener. Mittlerweile ist er fast komplett von der Bildfläche verschwunden. Ich kann mir es gut vorstellen. Ich meine, das ist jetzt nur meine Idee, bevor das Video so, oder bevor die Lösung kommt. Ich kann mir gut vorstellen, da gab es ja 2016, 17 die Killer-Clowns und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Maggie da gesagt hat, wir wollen irgendwie nicht irgendwie mit Horror-Clowns und so weiter in Verbindung gebracht werden, weil die letzten Auftritte waren ja so 14, hat man hier gesehen. Ich bin sehr gespannt, aber ich kann mir das echt gut vorstellen, dass Maggie da gesagt hat, nein, lasst mal den Clown und so weiter. Ist mit Ronald McDonald passiert. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Schaut damals schon sehr creepy aus, muss man sagen. Aber ja, kann nur cool werden. Ich liebe den Channel und cool. Das Verschwinden von Ronald McDonald. So sah der originale Ronald McDonald aus. Hier in einer Werbung von 1963. Damals noch mit Tablett auf dem Kopf und Becher als Nase. Gespielt wurde er von Willard Scott. Er hat zu der Zeit auch Bozo, einen anderen extrem erfolgreichen Clown in den USA, porträtiert. Okay. McDonald's wollte sich damals als kinderfreundliches Restaurant etablieren. Bozo hatte Erfolg bei Kindern, McDonald's wollte Erfolg bei Kindern, deshalb entwickelte McDonald's Ronald. He's Ronald McDonald. Nach ein paar Runden Boss-Transformation sah Ronald dann irgendwann so aus, wie wir ihn heute kennen. Mhm. Gelber Jumpsuit, rot-weiß gestreifte Ärmel, übergroße Schuhe, rote Haare und dieses Endzeitgrinsen. McDonalds Plan ging auf. Ronald wurde innerhalb kürzester Zeit zum Kinderliebling und zur wichtigsten Werbeikone des Konzerns. In McDonaldland. Sorry Leute, seid nicht böse, aber verstört euch sowas nicht. Ich meine, mal abgesehen davon, dass da jemand im Hintergrund redet, aber trotzdem. Ich finde Clowns einfach so verstörend. No way. Also wirklich, das ist krass. In Werbungen trat Ronald neben dem Hamburglar und anderen Charakteren auf. Hamburglar? In McDonaldland wuchsen Burger und Pommes ganz natürlich an Sträuchern und Milchshake floss aus Vulkanen. Gut, das ist natürlich cool. Im Happy Meal, dem Kindermenü von McDonalds, wurden häufig Figuren von ihm und anderen McDonaldland-Charakteren beigelegt. Über das Happy Meal und seine Entstehungsgeschichte haben wir bereits ein Video gemacht. Link ist in der Beschreibung. In den 70ern und 80ern expandierte McDonald's. Sieht aber immer gleich aus, muss man sagen. Auf der ganzen Welt wurden neue Filialen eröffnet. Also bei uns steht auch so ein ähnlicher um die Ecke. Also in ein paar Dörfer. Eine Organisation, die weltweit Familien mit kranken Kindern helfen soll. Ronald McDonald zog als Markenbotschafter von McDonald's mit. Schon bald kannte man ihn auf der ganzen Welt. Doch diese Bekanntheit sollte ihm bald zum Verhängnis werden. Why? Der lustige Clown steht eigentlich für Spaß und Freude. Und jahrzehntelang wurde das auch einfach so akzeptiert. Doch um die Jahrtausendwende ändert sich das Image des Clowns. Warum? Gemeinsam mit dem von McDonald's. Die Kette wird vermehrt dafür kritisiert, ungesundes Essen gezielt an Kinder zu vermarkten. Ronald ist plötzlich der böse Clown, der fettige Burger an Kinder verkauft. Die können eine lustige Figur in einer Werbung erkennen und feiern. Sie verstehen aber nicht, dass ihnen etwas verkauft wird. Es gibt mehrere Initiativen und sogar eine Petition in den USA, die fordert, dass Ronald umgehend in Rente gehen soll. Schließlich reagiert McDonald's. Der Konzern stellt sich mit der Kampagne neu auf. Viele Filialen bekommen außerdem ein moderneres Design. Ja, sie sollen jetzt auch Erwachsene ansprechen. Und das Menü wird gesünder,
McDonaldland und viele der Charaktere. Ja, man bekommt jetzt immerhin Grünzeug in den Burgern, aber ja, ich meine, viel gesünder ist da nichts geworden. Werden eingestampft. Doch Ronald überlebt, wenn auch angeschlagen. Parallel verschwört sich die Welt aber auch aus ganz anderen Gründen gegen den Clown. Ronalds Image entgleitet McDonalds zunehmend. Oh nein, 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 nicht der Clown. Ich liebe die Sendungen. Ich weiß nicht mehr, wie der YouTube-Kanal heißt. Ronald ist so bekannt, dass er zu einem Symbol wird, an dem sich Kritiker des Unternehmens und der Fastfood-Industrie vermehrt abarbeiten. Im Jahr 2000 gehen unzählige Menschen in Hongkong auf die Straße. Sie protestieren gegen die Ausbeutung von McDonalds-Arbeitern in der Stadt und in China. Viele von ihnen sind als Ronald verkleidet. In Indien werden Statuen des Clowns mit Kot beschmiert, nachdem vermutet wurde, dass der Konzern seine Pommes unter anderem mit tierischen Fetten frittiert. Ronald McDonald symbolisiert für viele Kapitalismus und Globalisierung. Für sie steht er für Überkonsum und negative Aspekte der Vereinigten Staaten. In Cartoons und Filmen wird Ronald häufig wie der Joker als Bösewicht dargestellt. Oft ist er bewaffnet und macht Jagd auf Kinder. Auf YouTube gibt es etliche Parodien des Clowns mit Millionen. Nein, die sind so geil und so echt gemacht, wirklich. Also teilweise glaubst du, das ist real, aber es ist so gut gemacht, dieser Kanal. Also ja, wurden auch teilweise echt oft die Videos gesperrt trotzdem. ...von Views. Mal wird er als übergewichtiges Pokémon, das eine Grease-Attack ausführen kann, dargestellt. Ein anderes Mal wird Ronald als Jesus kruzifiziert oder lässt sich als stolzer Kapitalist die Schuhe von einem armen Mann polieren. Dennoch hält McDonald's weiter an Ronald fest. Doch 2016 ändert sich alles. Die Killer-Clowns. Die Welt bekommt auf einmal schreckliche Angst vor Clowns. The bizarre clown craze has intensified in WA. Creepy clown sightings are happening across the country and it's no laughing matter. Los geht es in den USA, doch wenig später folgen Horror-Clown-Sichtungen auf der ganzen Welt. Menschen in Clownskostümen stehen am Straßenrand und erschrecken Autofahrer und Passanten. Einige lauern an Schulen oder Waldwegen. Die Bilder und Videos gehen viral. Es ist ein Riesendrama. He's running after us! Hit that! Natürlich entpuppen sich die Clowns letztlich nie als echte Gefahr. Meist waren es einfach üble Scherze, die viele Nachahmer gefunden haben. Ja, das war doch es unnötig. Ist zu spät. Als Reaktion auf die Killer-Clown-Sichtungen gibt McDonald's bekannt, dass Ronald sich nun vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Ronald tritt heute nicht mehr auf Veranstaltungen auf. Man sieht ihn nicht mehr in Werbungen. Nicht mal auf der Website seiner eigenen Charity findet man sein Gesicht. Er war als harmloses Maskottchen für ein familienfreundliches Fastfood-Restaurant gedacht. Doch im Laufe der Zeit wurde Ronald McDonald zu einer emotional geladenen Projektionsfläche für alles, was Menschen an der Kette, der Industrie, der Globalisierung allgemein nicht passt. Den Brandmanagern von McDonald's ist die Deutungshoheit über ihren Clown augenscheinlich komplett entglitten. Die ersten Clown-Sichtungen, die 2016 in den USA viral gegangen sind, basierten auf einer smarten Kampagne für einen Horrorfilm. Am Ende war es also vermutlich ein genialer Marketingstreich, der eine der größten Werbeikonen der Welt endgültig in die Knie gezwungen hat. Isn't that too bad? Cheers. Cheers. Ja, gut. Ich meine, ja, viele können sich wahrscheinlich nicht mehr an den Clown erinnern. Trotzdem, ich meine, ich fand den sowieso nie so richtig cool, creepy irgendwie. Wie fandet ihr den Clown und wollt ihr ihn zurück? Also schreibt es gerne in die Kommentare, aber ja, was soll ich sagen? Ich fand diesen Clown-Image sowieso immer für den Arsch. Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert auch gerne den Channel kostenlos und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links sind überall in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.